Wir tappen auf diesen wunderbaren Bienenstock und es kommt tatsächlich eine Wespe heraus und wir müssen als Wespe genau auf diesen Gegner zufliegen und ihn stechen. Das, meine werten Damen und Herren, ist das Spielprinzip von diesem Spiel. Es ist sehr witzig gemacht, dementsprechend gehen wir gleich ins nächste Level rein und schauen mal, was wir hier noch als Biene machen können. Wir können uns nämlich tatsächlich auch upgraden, okay? Das heißt also, Speed können wir tatsächlich upgraden, um schneller zu sein. Das heißt, ich würde sogar sagen, ich gehe sogar nochmal weiter und investiere nochmal 20 weitere Dollar, um noch schneller zu sein. Und dann gehen wir hier zum nächsten Gegner. Bäm! Und stechen ihn. Und bäm! Nochmal ein! 2 Stück weggestochen. Das war gerade echt ein wahrer Rekord. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze funktioniert schon ganz gut. Was? Wir haben einfach einen Skin bekommen, der tatsächlich sogar eine Megabiene zeigt. Das ist schon sehr abgefahren. So, jetzt sind wir im dritten Level angekommen. Und wir können jetzt wieder entscheiden, was wir upgraden wollen. Und ich habe natürlich beim ersten Level vergessen, dass der Lounge, der erste, ist tatsächlich kostenlos zum Upgraden. Deswegen haben wir das gleich gemacht. Und wir können uns natürlich auch noch andere Skins auswählen. Und zwar für unsere Hive, also für unseren Stock, wo wir wohnen. Und natürlich für den Skin der eigentlichen Biene oder beziehungsweise Wespe. Wir drücken jetzt auf jeden Fall nochmal auf 30 Dollar Speed und haben tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen mehr Speed dazu bekommen. Wir können jetzt auf jeden Fall die eine hier einmal kurz wegstechen. Dann den da kurz wegstechen. Dann einmal hier noch kurz nach rechts. Boom! In den Po! Einfach in den Po! Eieieiei! Und eigentlich hätten wir doch gerade noch die Bienen befreien müssen, aber ich glaube, das habe ich leider vergessen. Das heißt, manchmal haben wir auch wieder so eine Art Auftrag oder sowas, den wir erledigen müssen. Es gibt hier Missionen, okay? Das heißt, wenn wir also 10 Level completen, bekommen wir 50 Dollar extra. Und wenn wir ein VIP-Target stechen, bekommen wir 25 Dollar extra. Und wenn wir einen Headshot machen, also in den Kopf stechen sogar, dann kriegen wir 35. Das heißt also, wir werden uns jetzt wahrscheinlich als Biene das vornehmen, was jeder fürchtet. Und zwar, wir versuchen direkt in den Kopf reinzustechen, das natürlich super gemein ist. Aber, daher, dass wir eine böse Biene sind, haben wir das gleich gerade mal ausprobiert. Ich gucke jetzt mal, haben wir tatsächlich gerade wirklich in den Kopf reingestochen? Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn das für eine? Das ist einfach eine Hive, die tatsächlich sogar aus Stahl besteht. Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen uns erstmal auf unsere Mission konzentrieren. Aber der Headshot hat jetzt leider nicht funktioniert. Okay, wir sammeln mal weiter unser Geld und wir gucken mal, ob das jetzt besser hier funktioniert. Versuchen nochmal den Kopf zu stechen. So, ich glaube, das hat sogar ganz gut funktioniert. Da sind jetzt einfach so 3 so Handwerker. Das heißt also, da versuchen wir natürlich auch nochmal kurz in den Kopf reinzustechen. Okay. Ich glaube, ich habe alle eigentlich ganz gut getroffen, aber sieht ganz danach aus, als ob es ganz schön schwierig ist, die irgendwie oben zu treffen am Schädel. Ja, ich glaube... Ah doch, einen habe ich jetzt tatsächlich gemacht, eine Mission. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen mehr in Speed investieren. Ich möchte, glaube ich, so viel wie möglich in Speed investieren und vielleicht ein bisschen in Lounge, okay? Da haben wir ein bisschen Lounge. Guck mal, den kann man jetzt von hinten eigentlich ganz lässig so treffen. Headshot! Okay, das hat gut funktioniert. Nice, wir gehen weiter. Durch das Fenster durch. Einfach eine ganz böse Biene. Oh, die kommt ganz durchs Fenster durch. Oh mein Gott! Da habe ich die einfach durch das ganze Zimmer gestochen, als ob diese Biene so stark zuschlägt, gell? Soll ich euch mal was erzählen? Ich bin allergisch gegen Bienen. Das heißt also, wenn ich also gestochen werde, kriege ich immer eine richtig dicke Hand. Deswegen, ich muss ganz schön aufpassen, was Bienen angeht. Und vielleicht gibt es auch ein paar Allergiker bei euch, die auch allergisch gegen Bienen sind. Und das kann ganz schön gefährlich werden. Deswegen muss man da aufpassen. So, Speed. Wir müssen also hier weitergehen. Ich spiele jetzt hier natürlich die Biene wieder und versuche von hinten direkt eigentlich leichtes Spiel zu haben und direkt so, oh, einen nicen Headshot nochmal zu treffen. Gute Sache. Und dann nochmal hier von hinten nochmal kurz den Schlüssel hier nochmal mitnehmen. Der ist nämlich auch wichtig. Und dann nochmal von hinten, blub, einmal ins Wasser reinwerfen. Oh, die Arme. Einfach gerade hat sie sich noch gefreut und jetzt ist sie einfach im Wasser gelandet. Schade, schade, Schokolade. Oh mein Gott, es ist ein Polizeiofficer. Und da werden wir natürlich jetzt erstmal einen VIP-Job starten. Jetzt kommt unser VIP-Gegner, den wir tatsächlich treffen müssen. Das heißt, in diesem Level sollte eigentlich irgendwo ein VIP drin sein, der uns dann dabei hilft, unsere Mission abzuschließen. Das heißt, da haben wir jetzt erstmal einen abgeholt, dann die hier nochmal kurz nochmal abgeholt. Und jetzt müssen wir tatsächlich den letzten finden, und zwar den VIP. Und der versteckt sich einfach hinter dem Surfboard, der arme Polizist. Da habe ich ihn nochmal getroffen, sogar mit einem Headshot. Das bedeutet, wir haben also jetzt, glaube ich, 2 Quests auf einmal gemacht und haben damit 190 Dollar auf einmal bekommen. Das ist sehr nice. Oh, und wir können sogar eine Party-Mode-High freischalten. Da kann ich natürlich nicht anders. Freischalten! Nice!
Jetzt dürften wir tatsächlich eine bunte Hive haben, die tatsächlich an eine Party erinnert. Oder irgendwie sowas in die Richtung. So, dann können wir natürlich auch demnächst natürlich darauf hoffen, dass wir mehrere Skins freischalten. Weil jetzt haben wir nur die zwei Skins hier. Und der Party-Mode ist natürlich jetzt der coolere von denen, die wir haben. Wir schauen nochmal rein in unsere guten alten Missionen. Und da haben wir tatsächlich die VIP-Targets gestochen. Das heißt also, die Aufgabe ist fertig. Und natürlich die Headshots haben wir auch fertig gemacht. Und haben damit jetzt $80 nochmal extra. Kann uns jetzt aber tatsächlich nicht so viel kaufen, weil wir nämlich eigentlich nichts mehr da haben. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal das nächste Level zu spielen. Oh, wow! Wir haben jetzt einfach so eine Regenbogenfahne im Hintergrund. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt also, wenn wir also eine Biene upgraden, und zwar das Zuhause upgraden, kriegen wir tatsächlich hinten einen anderen Schweif, der sozusagen hinter uns ist. Und das macht auf jeden Fall die Party-Hive mit uns. Okay, nicht schlecht. Wir sind auch gerade dabei, eine neue Biene freizuschalten. Das wird auch auf jeden Fall sehr interessant. Den Typen müssen wir nicht unbedingt jagen, aber wir können auf jeden Fall unseren Launch hier nochmal updaten. Ne? Damit sind wir dann nochmal ein bisschen stärker unterwegs. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Launch genau bedeutet, aber wir versuchen natürlich, die Leute hier nochmal ein bisschen zu treffen. Zwei Stück. Boom! Headshot. Cool. Damit haben wir nochmal zwei Tänzer einfach so abgestochen. Warum auch immer. Wir sind einfach so eine richtig gemeine Biene, die einfach nur dabei ist, die ganze Zeit Leute abzustechen. Wir können uns tatsächlich wieder mit neuen Missionen beglücken, und zwar wie Complete Levels. 10 Level haben wir tatsächlich freigeschaltet. Dafür haben wir $50 bekommen. Eine sehr coole Sache. Wir sind jetzt sozusagen also auch schon in Level 11 und haben hier drei Leute, die an so einem Canyon stehen. Und dementsprechend können wir da einen nach dem anderen runterschmeißen. Wir haben nochmal einen extra Schlüssel aufgesammelt. Oh, what? Wir haben ihn einfach über den ganzen Grand Canyon sozusagen geschmissen. Eine sehr abgefahrene Sache. Und da können wir natürlich jetzt noch eine geheime Kiste freischalten. Und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Damit haben wir $300 freigeschaltet. Das bedeutet also, dass wir $300, $405 in unserer Gesamtheit jetzt haben. Und wir haben also einen neuen Skin auch freigeschaltet. Und zwar so eine verrückte Biene. Sieht aber ganz schön langweilig aus, die Biene. Dementsprechend machen wir einfach mal weiter und gucken mal, ob wir da vielleicht was Cooleres finden können. Wow! Wir können jetzt sogar in unserem Bienenstock drinne unser Haus ausbauen. Okay, wir drücken mal auf Upgrade und haben uns da ein, wir haben uns einfach so eine lässige Couch damit eingebaut, die tatsächlich zwei Lampen nochmal hat. Dann Level 2 haben wir unten einen kleinen Pool hingebaut. Okay, nicht schlecht. Und natürlich nochmal $150 für Level 3. Und da haben wir nochmal ein sehr interessantes Interieur von einer Bienenstock mäßigen Regalformatierung im Hexagon. Das sieht sehr cool aus und ich muss sagen, ich habe jetzt sehr viel Geld dafür ausgegeben. Aber ich werde auf jeden Fall meinen Speed nochmal upgraden, damit ich natürlich nicht an Tempo verliere. Und wir sind jetzt, dadurch, dass wir unseren Hive geupgradet haben, sind wir jetzt mehrere Bienen auf einmal, die direkt in den Arsch stechen können. Piu! Oh mein Gott, wir haben ihn einfach da in den Arsch gestochen und er ist einfach über den ganzen Canyon geflogen. Nur sind wir jetzt gerade im Winter angelangt und im Winter sieht die Situation eigentlich meistens ganz anders aus. Da sind Wespen eigentlich meistens nicht so aktiv, aber wir müssen unsere Gebrüder und Freunde in ihrem Zuhause frei halten. Deswegen, boom, schießen wir die hier nochmal alle kurz beiseite. Egal ob Feuerwehrmann oder Handwerker oder wie auch immer, wir haben hier tatsächlich jetzt einfach alle kurz umgenietet und unsere Freunde in unserem Bienenschloss beschützt. In der nächsten Runde dürfen wir, glaube ich, wieder einen neuen Skin bekommen. Hier gibt es einen Graf Dracula, müssen wir nicht unbedingt angreifen, aber wir können unseren Lounge nochmal upgraden. Ich frage mich tatsächlich immer noch, wie können wir den Lounge eigentlich verwenden? So, was ist denn der Lounge eigentlich? Zack! So, ich habe das Gefühl, dass Lounge auch ein bisschen bedeutet... Oh, nochmal kurz einen Schlüssel mitgenommen. Boom! Ich glaube, desto stärker wir sozusagen die Leute pieksen, desto weiter fliegen die weg. Und ich glaube, das ist der Lounge, den man upgraden kann. Okay. Das ist die Sacred Zombie. Okay, holen wir uns mal so eine kleine Zombie-Biene. Damit ist der neue Skin freigeschaltet. Und wir können jetzt tatsächlich unter Skins gehen und haben jetzt hier die Sacred Zombie freigeschaltet, die jetzt tatsächlich hier rauskommt. Und das ist eine dunkle Biene, die tatsächlich aus dem Nichts hervorscheint. Und man kann sie kaum sehen. Und der Typ dreht sich jetzt um und boom, wir haben ihn. Und die da auch nochmal. Boom! Und die fliegen alle einfach komplett über die Karte verstreut. Oh, wow. Wir haben inzwischen unsere Launch-Power, das heißt, so wie wir tatsächlich zubeißen, schon so stark gemacht, dass es schon fast unmöglich ist. Okay, meine werten Damen und Herren, das war das Bienenspiel. Falls es euch gefallen hat, spielt es selber. Ciao!